Liebe Gemeinde, in dem Evangelium zu diesem Sonntag lesen wir, wie Jesus als Auferstandener unter seine Jünger tritt und ihnen seinen Frieden zusagt. Thomas, der nicht zugegen war, kann das ihm hinterher Erzählte nicht glauben. Erst als er Jesus selber sieht, ja mehr noch, als er seine Hände in die Male seiner Wunden legt, glaubt er. Jesus macht in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Aussage, die an alle gerichtet ist, die nicht wie die versammelten Jünger unmittelbar Zeugen des Auferstandenen wurden und die damit auch uns gilt. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Das ist unsere Situation. Wir sehen den Auferstandenen nicht wie die Jünger damals. Uns wurde vielmehr erzählt, Jesus ist auferstanden. Und diese Botschaft hat nach und nach in uns Glauben geweckt. Dieser Glaube, dieses Vertrauen kommt von dieser Botschaft. Aber er lebt auch davon, dass wir in unserem Innersten wissen und erfahren, ja, es stimmt, der Auferstandene lebt. Wir sehen Jesus nicht wie die Jünger, aber dennoch kann Jesus als der Auferstandene von uns erfahren werden. Sei es im Lesen der Schrift, im Gebet oder in der Stille vor ihm. Das ist natürlich eine Gegenwart, die nicht wie das Sehen der Jünger alle Zweifel beendet. Es ist vielmehr viel intimer und deswegen sicherlich auch missverständlicher und übersehbar. Aber deswegen nicht weniger wirklich. Eine Form, Jesus als den Auferstandenen zu erfahren, ist auch und ganz besonders die Eucharistiefeier, in der Jesus uns als derjenige, der sich für uns hingegeben hat, begegnen möchte. Eucharistie können wir zurzeit leider nicht feiern. Diesen Sonntag wäre in Thalheim und in Untergruppenbach Erstkommunion gewesen, was leider nun verschoben werden muss. Aber auch wenn es uns gerade nicht möglich ist, Eucharistie zu feiern, ist es dennoch möglich, Jesus dem Auferstandenen zu begegnen. Oder besser gesagt, er will uns begegnen. Von unserer Seite gilt es, einen Raum dafür zu bereiten. Das heißt, Möglichkeiten zu suchen, die es zurzeit gerade gibt. Zum Beispiel das Verfolgen von Online-Gottesdiensten, das Gebet, die Stille vor ihm oder das Lesen der Schrift. Dabei gilt es für uns, bewusst zu werden, dies sind Gelegenheiten, dies sind Situationen, in denen der Auferstandene mir begegnen möchte. Und damit gilt es für uns, ihn einzuladen, zu sagen, sei du da, begegne du mir. Jesus als Auferstandener tritt unter seine Jünger und spricht ihnen Frieden zu. Frieden ist im Judentum mehr als nur das, was wir gewöhnlich unter Frieden verstehen. Frieden meint vielmehr ganz umfassend das Heil des Menschen. In dieser Begegnung mit Jesus ereignet sich für uns dieses Heil. Wir können diesen tiefen Frieden, der unser Leben heil machen möchte, erleben. Und zwar auch und gerade dort, wo in uns manche Stürme kämpfen und wir Sehnsucht nach Frieden haben. Und so wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Pastoralteams, dass Sie die Erfahrung machen, dass Jesus, der den Tod überwunden hat und lebt, Ihnen in Ihrem Alltag begegnet und Ihnen diesen Frieden schenkt. Und dass dieser Friede all die Unruhe und die Sorgen beseitigt, die uns sonst so oft bedrängen. Ihnen allen ein gesegneter Sonntag und eine gute neue Woche.